Hallo meine Lieben. Ja, ich bin vor einer halben Stunde oder so gerade nach Hause gekommen. Ich musste heute arbeiten. Ja, es war sehr anstrengend die Woche, deshalb bin ich auch kaum zum Video drehen gekommen. Und habe mir aber gedacht, ich mache euch heute ein Video, weil ich über die, naja, letzte Woche, letzten 2 Wochen, ja, ein bisschen was bestellt habe, entweder bestellt habe oder gekauft habe. Und deshalb wollte ich so eine Art Raubzug machen der letzten beiden Wochen, euch das zeigen. Ja, und es sind viele, viele, viele schöne Dinge dabei auf jeden Fall. Ich fange einfach mal an, der Reihe nach mit den Produkten, die ja so nach und nach eingegangen sind. Und am besten fangen wir mal an mit Mac. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich bin nicht so der Mac-Freak. Also ich bin jetzt nicht auf der Jagd nach Mac-Produkten. Ich sag mal, wenn ich jetzt an einem Mac-Store vorbeigehe oder einem Mac-Counter, bin ich nicht so angefixt, wie als wenn ich bei Chanel oder bei Estée Lauder vorbeigehe. Das ist irgendwie ein anderes Gefühl. Ich mag das irgendwie mehr. Auf jeden Fall gibt es ja zurzeit diese Glitter and Ice LA bei Mac und ich habe das per E-Mail bekommen, dass ja, es zurzeit diese LA, wie gesagt, gibt und ich habe mir die Produkte angeschaut und habe mich ja einfach in dieses in diese Aufmachung verliebt, weil da ja alles so mit Glitzer, Glamour und oh, das liebe ich ja, wenn ihr mich kennt. Und ich habe mir ein Produkt gekauft, das ist dieser ja, Glitter and Ice LE. Und das ist dieser Snow Globe, diese Snow Globe Eyeshadow Palette. Die zeige ich euch jetzt als erstes. Ich finde die halt von der Aufmachung auch total süß und schön und so. Und auf jeden Fall sieht die Verpackung so aus. Total edel gemacht. Ich mag das mit dem Weiß total gerne. Ich hoffe, das mit dem Licht geht jetzt noch. Sonst muss ich dann irgendwann die Lampe holen, wenn ich merke, ja. Und zwar, so sieht das Teil aus. Ja, das ist hier oben so eine Schneekugel. Und wenn ihr halt daran schüttelt, kommt da Schnee. Ist das nicht toll? Es ist halt so für Freaks, die halt sowas mögen. Einfach so ein Krimskramszeug. Das liebe ich ja, ja. Da kann ja der Inhalt scheißegal sein. Hauptsache, es sieht cool aus. Aber auf jeden Fall, so sieht das aus. Total schön gemacht. Hier vorne steht Mac. Und hier hinten steht eben nochmal diese sechs Snow Globe Eyeshadow Palette. Und zwar habe ich die Warm, also in die warmen Farben. Genau. Hier unten stehen auch nochmal die ganzen Farben, die es gibt. Und ich zeige sie euch jetzt einfach mal. Also habt ihr auch so einen Spiegel und diese sechs Farben. Und hier unten ist ein Pinsel. Ich habe die auch schon benutzt. So sehen die aus. Sehr, sehr schön pigmentiert. Ich liebe die Farben. Das sind sehr herbstliche, winterliche Farben. Und sie sind genau mein Ding. Also total schön. Also ich sag mal, wenn das jetzt nicht so meine Farben gewesen wären, weiß ich nicht, ob ich die mir gekauft hätte. Ist ja eigentlich sinnlos. Es geht ja hier, ne? Es geht ja eigentlich um die Farben, aber es ist eben das auch, ist eben auch total toll, ne? Genau. Also das sind diese tollen Farben. Ich würde sie euch jetzt mal nicht swatchen, weil sie sind überall auf Blogs und so geswatcht und ich habe jetzt eben auch noch viel mehr Produkte und dann wird das Video wieder ewig lang. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr euch für die Swatches interessiert, guckt mal im Internet unter dieser Glitter Eyes LA und da gibt es die auf jeden Fall geswatcht, die Farben. Und ja, dann könnt ihr euch sicherlich entscheiden, ob ihr die nehmt. Ich finde die wirklich super schön. Ich glaube, die gibt es. In welchen Farben gab es die noch? Keine Ahnung. Komme ich jetzt nicht auf Anhieb drauf, aber die hat mir echt am besten gefallen. Die hat, glaube, 40, hat die 44 Euro gekostet. Ich hatte noch einen Douglas-Gutschein, von daher konnte ich den einlösen und habe dann nur noch, glaube ich, 35 oder so bezahlt, weil meine Mom hatte einen Gutschein und ja, scheiße, mein Akku. Ich versuche es so schnell wie möglich. Ja, also das glaube, und es war auch wirklich, es ist ja wie gesagt limitiert, es war schnell weg. Also ich habe es mir online bestellt und in den Läden, glaube ich, ist es auch schnell weggegangen. Also das ist wirklich gefragt, dieses Teil. Und ja, greift zu. Es ist, ich finde, solche Wintersachen und solche Winter-LAs sind immer die besten. Total toll. Dann hat mir eine liebe Abonnentin den Tipp gegeben, weil ich ja so auf Kerzen stehe, die Yankee Candles mir mal anzuschauen. Und habe ich auch gemacht. Und zwar online. Dieser Shop,
weiß nicht mehr, wie der hieß, aber auf jeden Fall gab es ja die ganzen Yankee Candles und oh, die sind so schön. Und zwar habe ich mehrere bestellt und habe aber nur eine große behalten. Und oh, der Schal geht mir aber auch auf den Sack jetzt hier. Geht immer auf. Eine große behalten und eine kleine habe ich noch. Die habe ich hier hinten. So, zack. Schal geht auf, ist egal. Und zwar das, also diese große hier, das ist jetzt eine Weihnachtsedition. Das ist die Christmas Cookie. Ein Christmas Cookie Geduft. Duft, Geruch. Oh, ich bin total verwirrt. Entschuldigt bitte. So sieht das aus auf jeden Fall. Total schön. Und da habt ihr hier halt so ein Deckel. Ne? Da könnt ihr das dann halt, eigentlich kam es halt so zu. Und dann könnt ihr das halt, ich stelle das dann halt immer so drauf. Oh, und Leute, das riecht so toll. Wie halt wirklich so ein Keks, so ein weihnachtlicher. Oh, und ich habe mich da echt super verliebt. Ich hatte auch noch eine andere bestellt. Und zwar hieß es Winter Feeling oder so. Auf jeden Fall, den Geruch habe ich nicht so gemocht. Und dann hatte ich mir halt so eine Probekerze noch bestellt. Die heißt Cherries on Snow. Ja. Oh, ich liebe ja Kirschen, diesen Duft. Ich liebe diesen Duft. Von daher war die perfekt. Und ich glaube, solche großen Kerzen kosten 15 Euro. Und die gehen noch größer. Die gibt es noch einen richtig großen Pottichen. Und das hat, glaube ich, 5 Euro oder so gekostet. Ja. Also war echt eine super Idee. Vielen Dank nochmal an dich. Ich liebe diese Kerzen. Die riechen echt. Da gibt es halt auch solche Düfte, die ich so liebe. Eben wie Kekse, Kuchen und Vanillequark. So eine Art. Total toll. Hab mich sofort angesprochen. Vielen Dank nochmal für die Idee. Ja. Weiter geht's. Dann hatte ich, ach ja, dann war ich, wollte ich unbedingt einen Lip Liner haben, weil ich ja diesen Chanel Rouge à la Velvet so liebe. Und da habe ich mir von Chanel auch einen Lip Liner geholt, weil er wirklich der Beste sein soll. Klar ist er teurer als normale Lip Liner, aber es lohnt sich wirklich. Und zwar ist das der, oh mein Gott, er heißt Lèvres. Ich neige immer zum Spanischen. Precision Lip Definer in der Farbe 34 Natural. Ja. So sieht der aus. Und da ist hier drinnen dieser Liner. Und so ein Spitzer ist mit dabei. Ich hoffe, mein Akku hält das noch aus. Und dann ist hier, wie gesagt, der Liner. Ja. Genau. Und ich habe die Farbe Natural. Hier hat man dann diese Spitze. Ja. Genau. Also das ist halt, ich habe sie halt gefragt, welcher Ton passt am besten zu meinem Lippi. Und da hat sie mir halt den hier rausgesucht. Der ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und da habt ihr dann halt hier noch so eine Pinselspitze, womit ihr das dann halt so ein bisschen, ja, verreiben könnt auf den Lippen. Und wirklich, wenn ihr das auftragt, hält der Lippenstift umso länger. Es sieht viel, viel schöner aus. Und ja, auf jeden Fall die Investition wert, meiner Meinung nach. Hat 21, 22 Euro gekostet, glaube. Aber es ist für mich einfach ein super Liner, der lange hält. Und bevor ich jetzt 1000 austeste und weiß aber, dass der gut sein soll. Und ich liebe ja Chanel, ne? Das gleich zum nächsten, genau. Vor kurzem hatte mich ja Johanna angefixt mit Zoeva. Ja, da hatte ich auch bestellt. Wie gesagt, nach und nach bestellt, ne? Nicht, dass jetzt alles hier. Nicht, dass ihr denkt, ich bin krank, ja. Total gestört eigentlich. Auf jeden Fall habe ich bei Zoeva bestellt und ich habe drei Produkte bestellt, die ich euch jetzt zeige. Ich mache nochmal ganz kurz hier einen schnellen Room. Und zwar habe ich drei Produkte bestellt. Darunter habe ich mir bestellt einen Cream Eyeliner. Ich wollte schon immer einen Eyeliner haben in Braun, in Dunkelbraun. Und jetzt habe ich endlich einen gefunden, der mir gefällt. Und zwar so sieht der aus. Cream Eyeliner. Und der ist in der Farbe Cocoa Bean, glaube ich, ne? Ah ja, hier steht es. Cocoa Bean. Kakaobohne. Und der ist so schön. Also Leute, echt, so sah erstmal die Aufmachung aus, total edel. Wie MAC, ne? So ein bisschen angehaucht. Und ich habe mir schon rumgefummelt, sorry. Aber so ist die Farbe. Ein wunder, wunder, wunderschönes Braun. Ich hoffe, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen. Ah ja, guck mal. Guck mal. Das ist richtig ein schönes, dunkles Braun. Und ich finde es einfach natürlicher manchmal bei einigen Looks. Wenn man da so schwarzen Eyeliner drauf knallt, sieht es halt sehr hart immer aus. Und der ist halt, ja, das ist halt ein schönes Braun einfach. Ein sehr, sehr schönes, dunkles Braun vor allem. Ich hoffe, man kann das jetzt irgendwie erkennen.
Ja, und man kann das, wie gesagt, ja auch noch, ich habe es ja jetzt sehr, sehr doll aufgetragen. Ich finde die Farbe sehr, 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 sehr schön. Und ich arbeite da mit dem, ich hatte jetzt mal wieder einen Pinsel gefunden. Den muss ich ehrlich sagen, meine Fresse, der ist eigentlich richtig geil. Zum Auftragen von diesem Eyeliner ist es, glaube ich, leider nicht hier, ne? Schade, sonst hätte ich ihn euch mal gezeigt. Den habe ich, glaube ich, im Bad. Und zwar ist das ein Pinsel, den hatte ich mal in irgendeinem Set von Yard Maybelline drin. Ne? Und da ist auch, wie gesagt, so eine Spitze für so einen Eyeliner, für so einen Gel-Eyeliner. Und die ist so geil, mit dem kann man das, mit der kann man das echt gut auftragen. Und von daher passt das perfekt. Ich liebe den Liner. Dann habe ich mir einen Pinsel gekauft, den ich hoffentlich hier habe. Ja, und zwar, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ach Gott, Soft Definer, glaube genau, Soft Definer. Der Creme-Eyeliner hat, glaube gekostet 4, 5 Euro oder so. Und die Pinsel kosten auch nur 4 Euro. Und zwar den hier habe ich mir gekauft. Das ist so ein ganz fluffiger. Und Leute, ich liebe diesen Pinsel jetzt schon. Ach, hier steht's, seht ihr? Soft Definer, die 227 ist das. Ja, und ich nehme den für die Lidfalte. Ich habe heute mit dem gearbeitet und ey, der ist so geil. Der macht das so präzise. Und dafür, dass er 4 Euro kostet, ist es ein absolutes Schnäppchen, meiner Meinung nach. Da muss ich mir nicht MAC kaufen. Da kann ich auch bei Zoeva zugreifen. Ja, und das Beste natürlich, da brauchen wir ja gar nicht reden, ist das. Es sieht schon ein bisschen verkeimt aus, weil ich habe mit der gearbeitet und das mag ich nicht so, wenn das dann immer. Es wird halt gleich immer so dreckig, weil die Verpackung einfach sehr easy peasy ist, ne? Ja, ist halt einfach so, kann man nichts ändern. Auf jeden Fall die Metallic Stone Palette, die Johanna auch hat. Hier steht's, Metallic Stones. Stones. Und ich liebe sie. Ich habe einen Tag mal richtig lange geswatcht. Ja, das sind die Colors, das sind die Farben, mal kurz übersichtsweise für euch. Ja, swatchen, gucken auf Blogs auf jeden Fall. Ansonsten mein Akku ist. Ich würde die euch alle mal swatchen, aber die sind so schön. Es ist so gemischt. Es sind Brauntöne dabei, schimmernde. Die sind alle ja metallischer Look oder halt ein schimmerndes Finish. Die sind alle so toll und man kann wirklich, hat hier so eine große Auswahl und ich liebe halt solche Töne. Ich finde jeden Tag was. Egal wie ihr euch stylt oder was ihr anzieht, ihr findet definitiv damit was. Die ist richtig geil. Die hat 17 Euro gekostet, also 16,95. Und ich muss sagen, Leute, es lohnt sich. Die Farben sind so geil pigmentiert. Ich swatche euch mal einen, dass ihr euch das mal wenigstens vorstellen könnt. Und zwar diesen hier vielleicht. Wartet mal. Ich guck mal, welcher geil ist. Sind alle geil. Was sage ich? Was rede ich denn? Die sind alle Hammer. Und damit ihr einfach mal seht, wie geil. Ich hoffe, durch das Licht, ja. Wie geil die pigmentiert sind. Hammer, oder? Also geil, geil, geil. Vor allen Dingen diesen Champagnerton hier liebe ich. Ja, also ohne Worte, das war eine absolut super Investition. Kann ich nicht meckern. Also bin total zufrieden, habe es jetzt zweimal benutzt und kann nur Gutes berichten. Ja, also hammermäßig. Also wenn ihr das hier seht, ne? Diese Pigmentierung, die ist doch absoluter Burner. Also Wahnsinn. Ja, was war das, mein Handy? Keine Ahnung. Ich habe schon gedacht, mein Akku. Nee, auf jeden Fall geht's weiter. Ich habe. Habe ich noch irgendwas gekauft? Was jetzt im DM? Ich glaube, ich war mal im DM unterwegs, aber da war jetzt nichts weiter, glaube ich. Ich glaube, ich habe mir noch eine Kerze gekauft bei DM. Ich liebe Kerzen. Und zwar diese hier. Ich habe doch diese von, die so die Farben wechselt. In dem Duft Vanille. Karamell und die gab es jetzt auch in so einer Form. Die finde ich sehr edel, auch für einen Schminktisch. Und die habe ich mir bei DM geholt. 3, 4 Euro, nicht mehr. Und dann habe ich mir noch das hier gekauft. Ich liebe es. Ich bin verliebt in die Creme Body Lotion von Balea. Nee, keine limitierte Edition. Und zwar mit dem beliebten Marulanus Duft. Ey Leute, die riecht sogar, ich habe schon so oft benutzt. Das ist, ey, dieser Duft, besonders im Herbst, absolut traumhaft. So eben so nussig, vanillig, karamellig. Ah, love it. Ja.
Als nächstes, ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch auf dieses Video. Oho, dann gehe ich ins Bett. Ich bin nämlich müde. Als nächstes war ich gestern. Ich bin ja eigentlich sonst nicht auf LA-Jagd gewesen oder bin auf LA-Jagd oft. Auf jeden Fall wollte ich unbedingt die Berlin-Palette und in Berlin gab es sie nicht. Und ich habe mir gedacht, ach Gott, jetzt haben viele halt ein Video gemacht, ne? Über die ganzen LAs und diese Vampires Love LA von Essence spricht mich nicht an. Und ja, ich wollte unbedingt die Berlin-Palette und ja, auf jeden Fall bin ich gestern bei uns in die Stadt gegangen, also nicht nach Dresden. Und die hatten alles. Das ging echt gar nicht und ich habe zugegriffen. Ja. Als erstes, auch was von Essence, ja. Und zwar, die habe ich ja schon einmal in Vanilla Apple Pie, ne? Und jetzt habe ich die in Raspberry Chocolate Cookie. Ups. Oh, obwohl ich finde, dass sie eigentlich nur nach Himbeere riecht, was ich sehr schade finde, musste sie mit. Die ist ja nicht teuer. 19 Cent oder so. Dann war ich gestern bei meiner Freundin, die mir wieder wunderschön die Nägel gemacht hat. Viele liebe Grüße an dich, Ibi. Ach Gott, meine Kamera. Auf jeden Fall hat sie jetzt neue Handcremes und ich musste gleich zugreifen, weil die haben so geil gerochen. Und zwar ist es von Handcare, ABC Nail Store, keine Ahnung. In der Geschmacksrichtung wollte ich gerade sagen. Honig Amaretto. Oh. Wisst ihr, wie das duftet? Das duftet sogar hier. Wenn ihr hier riecht, duftet es schon. Oh. Die hat, glaube ich, 10 Euro gekostet. Aber die musste ich unbedingt mitnehmen. Ich liebe Handcremes in jeglichen Düften. Da kriegt man mich sowieso damit. Ja. Die Berlin-Palette gab es. Yeah. Ich hab sie. Ich habe mich so gefreut. Es gab London und Berlin. Und ich habe Berlin mitgenommen, natürlich. Und zwar. Es gab noch so viele. Ich habe gedacht, Mensch, Leute. Die ist so schön und ich liebe die. Ich liebe Berlin und ich liebe die Palette. Auf jeden Fall ist das ja so schön gemacht. Ihr habt euch das sicher schon in vielen Videos angeschaut. Ich weiß gar nicht, was mein Hasen los ist. Freddy! Freddy! Hör mal auf! Auf jeden Fall sieht die so aus, ja? Ja. Und diese Töne, die sind so schön. Hier ist natürlich auch noch eine Folie, ne? Ganz schön. Hier sind Pinsel und hier ist noch ein Kajalstift hier drin und ein Pinsel. Und das sind die Farben, die ihr euch sicher schon von vielen angeguckt habt. Oder bei vielen. Zwei Blushes, ne? Und die tollen, tollen, tollen Farben. Jetzt wird es langsam dunkler. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch hinkriege. Ja, oh, die ist so, so schön. Ich liebe die und mir gefallen die. Entschuldigung, mir gefallen die Farben so, so sehr. Also sind matte Farben mit dabei, aber auch schimmernde Farben. Und vor allen Dingen gefällt mir auch der Blush hier sehr, sehr gut. Hier an der Seite der. Oh, aber jetzt sieht man das nicht mehr so richtig, weil es schon ein bisschen dunkel ist. Merkt ihr das, wie dunkel es auf einmal wird? Deswegen mache ich das auch jetzt schnell. Genau, dann habe ich mir natürlich, weil das gehört einfach zur Berlin Collection dazu, den Nagellack dazu gekauft. In der Farbe. Das ist so ein. Oh, das ist so ein schönes. Ich weiß nicht, wie man die Farbe beschreiben kann. Auf jeden Fall ein schönes Rot. Ja, die habe ich mir natürlich mitgenommen. Mal sehen, nach den Zehennägeln im Sommer oder so. Bestimmt. Und dann, Leute, gab es das hier. Die Las Vegas LE von Catrice, ja? Oh, und das ist ja meins. Meine Fresse. Friday. Friday. Hör mal auf. Der beißt am Gitter. Der soll das nicht machen. Und zwar gab es die und es gab noch alles. Und ich war hin und weg. Weil Glamour, Glitzer, Love It, Glamour, Glitzer. Oh. Ich habe gekauft. Natürlich. Ich wollte mir ja eigentlich dieses Schimmerpuder holen, was ich jetzt von Kiko habe. Deswegen habe ich es nicht mehr gemacht. Ich habe mir aber auf jeden Fall, wo ich mich so drüber gefreut habe, dieses Transparent Fixing Powder geholt. Gibt es überhaupt eine Farbe? Nein. Aber es ist auf jeden Fall ein fixierendes Puder. Mit diesem tollen Aufdruck hier, Leute. Guckt mal, wie toll, oder? Oh, das ist so schön. Und ich will das nicht swatchen, weil ich will nicht wissen, was dann passiert. Das ist hier richtig in das Puder eingestanzt. Ist das nicht toll? Oh, das hat mir so gut gefallen. Und das ist ein Augenschmaus für die Girls. Ja.
Dann habe ich mir noch, weil ich den ansprechend fand, auf jeden Fall einen Gel-Liner, würde ich schon sagen, einen Liquid-Liner gekauft. Und zwar ist das mit goldenem Schimmer. Der heißt aber jetzt nicht speziell, auf jeden Fall sieht der so aus. Oh Gott, man kann es nicht mehr so richtig sehen, ne? Liquid Liner. Und ich swatche ihn euch mal ganz kurz. Ich hoffe, das kann man irgendwie erkennen. Also, das ist halt ein schwarzer mit Goldschimmer. Und sowas ähnliches soll es auch bei Chanel geben in der Holiday Collection. Ihr seht so ein bisschen hier diesen Goldschimmer. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Ich mache jetzt mal schneller, bevor hier das Licht ausgeht gleich. Das ist einmal dunkel. Und ich habe mir einen Lipgloss mitgenommen, weil ich die Farbe einfach nur wunderschön finde. Und zwar heißt der Welcome to Gliss and Glamour. Also es ist ein Lipgloss ganz normal und so ein ja, metallisches Finish dann halt am Ende, so ein Glitzer-Finish. Also der sieht so aus. Auch die Verpackung ist schon so schön, finde ich. So toll gemacht irgendwie hier mit der. Toll, ne? Und auf jeden Fall diese Farbe hier. Oh, die ist so schön. Und irgendwie. Nee, die duftet nicht. Die duftet nicht, aber ich glaube so der. Das ist halt echt ein geiles Rot, ne? Richtig knalle Fuselgeil. Und dann habt ihr halt, wie gesagt, ich finde, der Gloss duftet. Könnt ihr mir ja sagen, ob ihr das auch so empfindet. Auf jeden Fall ist es dann hier so ein, ja, so ein Glittergloss noch, den ihr drüber machen könnt. Kann man das sehen? Hat mich so angesprochen. Ich finde das so hübsch. Und es gab halt, wie gesagt, noch andere Farben, aber das hat mir echt am besten gefallen. Oh, geil, 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 geil. Ansonsten hat mich nichts weiter angesprochen. Die Palette war sehr schlecht pigmentiert, muss ich sagen. Da gab es noch künstliche Wimpern, die ich ja nun gar nicht brauche. Ja, und das war's. Jetzt überlege ich halt, ob ich alles habe. Ach Gott, ist das anstrengend heute gewesen hier. Ja, ich habe mir noch die Grazia gekauft. Zack, zack. Ach so, und dann war ich noch bei H&M gewesen mal. Oh Gott, ey, ich krieg einen Koller hier. Und da habe ich mir einen dicken Schal gekauft in Black. Muss man auch mal haben hier, ne? So schön, ihr kennt das ja hier, schön dick. Bub, bub, bub für 7,95. In der Optik hier so. Ja, schön Baumwolle, love it, love it. Dann habe ich mir noch Overknees geholt. Die sehen so aus. Das kann man ja immer sehr, sehr schön kombinieren mit Strumpfhose und so weiter. Die haben hier so einen Abschluss, so einen grauen für 7,95. Sehr, sehr schön. Merkt ihr, wie ich durchdrehe? Ja. Gürtel, noch einen braunen, was man alles eben so braucht. Für 9,95. Ja, und noch eine Strumpfhose, eine ganz normale schwarze. Ja. Das war's. Ich hoffe, ich habe alles. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber ich glaube, ich habe es jetzt so zusammenfassend geschafft. Also ich bin echt im Arsch, muss ich sagen. Ich bin so geschafft von Arbeit und alles. Und ich habe einfach so richtig. Bis hier steht es mir. Also es ist richtig krass irgendwie. Es ist. Ja, zurzeit ist es sehr anstrengend. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich nicht immer zum Video drin komme. Und wenn dann halt so schnell versuche wie möglich, euch das zu zeigen, wenn es jetzt wieder dunkel wird. Ich hätte sonst im. Ja, mit Licht gemacht, aber guckt euch mal hier diese geile Farbe an, dieses Rot hier. Wie geil das ist, oder? So richtig knallig. Ja, auf jeden Fall war es das erstmal von mir. Ich weiß nicht, ob ich dieses morgen noch ein Video mache. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin mir sehr unsicher. Ja, ich muss noch viele, viele machen. Tags und eure Wünsche abdrehen. Das kommt alles noch, aber wie gesagt, nehmt es mir nicht übel zur Zeit. Es ist sehr, sehr, sehr stressig, leider. Ja. Aber das kriegen wir hin. Und ja, ich freue mich immer, wenn ich für euch ein Video machen kann. Bah, manchmal ist es eben einfach nicht mehr zu schaffen, weil es so anstrengend ist, das Ganze. Die ganze Arbeit zur Zeit. Naja. Gut, meine Lieben, ich danke euch auf jeden Fall. Ach, seht ihr, jetzt wollte ich euch unbedingt noch was fragen, was aber Johanna das auch schon gesagt hat. Diese NYX Jumbo Eye Pencils, kann man die anspitzen? Oder hat man da nur oben die Spitze und wenn die Spitze weg ist, ist er alle? Oder kann man den rausdrehen irgendwie? Wir sind ein bisschen verwirrt. Könnt ihr uns helfen? Wir wissen es nicht. Ist das vielleicht eine blöde Frage? Keine Ahnung, aber ich frage lieber, als wenn ich nicht frage und dumm sterbe.
Deshalb, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Es wäre total süß. Also mir und Johanna, weil wir wissen es einfach nicht. Wir sind total am Ende, weil unser Milk schon sich wieder fast am Ende neigt. Ach nee, ich hatte ja jetzt einen neuen Ast. Gut, meine Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende noch. Ich dachte schon, heute ist Freitag. Nee, heute ist ja Samstag schon. Ja, lasst es krachen noch ordentlich. Nutzt es aus, weil es ist nur einmal Wochenende in meiner Woche. Und ich freue mich immer so sehr, aber es ist so schnell rum. Naja, wenn man Samstag auch noch arbeiten geht. Ja, also bleibt auf jeden Fall, bleibt mir treu. Vielen Dank nochmal an alle neuen Abonnenten, auch an meine alten Abonnenten, meine schon immer Abonnenten. Ihr seid die Besten der Besten der Besten. Ich liebe euch. Und dann, ja, wollte ich noch was sagen? Nee, ich glaube nicht. Gut, das war's schon. Ich, ja, melde mich wieder bei euch und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.